Martin Ullmann, zuerst mal herzliche Gratulation zu diesem tollen Sieg. Aber ich glaube, der heutige Abend ist ein Sinnbild dafür, wie schnell das Eishockey-Spiel kehren kann. Ja, auf jeden Fall. Wir sind immer dran geblieben. Und es war ein erwartet harter Match gewesen. Martin hat eine gute Mannschaft dieses Jahr. Sie gehen voll vorne und hinten. Und, ja, von dem her war es schwierig für uns, aber es war eine riesen Moral für die Mannschaft und eine gute Unterstützung für die Fans, glaube ich, und dann haben wir das gehört. Sie haben aber schon das Tempo vorgegeben, ihr müsst quasi hinausspringen. Ja, ich glaube, es hat schon mit dem ersten Einsatz angefangen, wo sie gerade in unserem Drittel angefangen haben zu cyclen. Und da hast du gerade gewusst, oh, jetzt geht es dann wirklich los. Und ja, es war leider so, es war ein kleiner verschlafener Start und das müssen wir abstellen. Und dann haben wir, glaube ich, ein riesiges Team hier in Olten. Ist es gemein, wenn ich sage, dass sich das Spiel erst in der doppelten Überzahl entschieden hat, dass er dort quasi noch so ein bisschen den Pflichtvorsprung rausholen konnte? Ja, sicher auch ein Mitgrund gewesen, die doppelte Überzahl. Ja, ich weiß nicht, wie es stand, das habe ich leider nicht gesehen. Aber es war sicher ein Grund gewesen. Wir haben etwas einstudiert vom Trainer und es ist genau aufgegangen mit dem ersten Play und sind wir froh, dass es geklappt hat. Was mir auffallen ist, sobald dass ihr quasi nicht mehr zu viel studiert habt, ist der Böck gelaufen. Es sind ganz heisse Aktionen stand vor dem Goal, einmalige Pässe. Wie hast du das erlebt? Ja, also ich meine, vom Potenzial her haben wir da eine super Mannschaft. Ich bin für Bier von der Nazi A und da sind unglaubliche Spieler dabei, die am Schläger und mit Läuferischen oft mehr können, als wir, die der Nazi A spielen. Und von dem her ist das ein gutes Team da. Und ich glaube, wenn wir das Hockey richtig spielen, dann sind wir eine ganz gute Mannschaft in dieser Liga. Eben, man muss auch sagen, spielmäßig haben die natürlich am wenigsten Spiel bis jetzt in der ACB. Das heisst also, punktemäßig ist noch einiges zu machen, um in den Tabellen raufzukommen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, von den Verlustpunkten her sind wir zweit oder dritt. Etwas in diesem Bereich. Und wir werden natürlich angegriffen und am Schluss werden wir natürlich ganz oben stehen, wie jede Mannschaft auch. Meinst du, das Tempo, das wir jetzt so heute gesehen haben, ist das auch ein Tempo, das wir die ganze Saison mitziehen können? Ja, das ist aber das Gute an dieser Mannschaft. Es sind vier starke Linien. Was ich gesehen habe, sind sogar noch gute Spieler verletzt, wie der Schneuli und der Weber und der Schild. Ich weiß nicht, wann der zurückkommt. Und von dem hast du ein riesiges Potenzial, würde ich sagen, für den ACB, um ganz vorne mitspielen und um diesmal auch etwas in den Playoffs zu reissen. Für dich einen tollen Empfang. Wie fühlst du dich am Kleinholz? Ja, es ist unglaublich. Die Mannschaft hat mich so gut aufgenommen. Ich habe ein paar Spieler kennt von früher, den Brunnen, den Schwarzenbach, den Ruttmann. Und ja, ich bin super aufgenommen worden. Für mich ist es einfach, der Coach gibt mir volles Vertrauen. Ich spiele erste Linie, erstes Powerplay, 5 gegen 3. Von dem her hätte man nicht mehr wünschen können. Jetzt hast du noch CD geschenkt bekommen am Schluss. Wirst du das Lied wirklich heim üben? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, Ende Saison, wenn wir alles gewonnen haben, dann kann ich da singen. Marco Trautmann, herzliche Gratulation zu dem Sieg heute Abend. Ich wage mal zu sagen, es war ein Spiel, wo man sieht, wie schnell ein Hockeyspiel eigentlich kehren kann. Ja, es ist so. Vor allem eben, es war ziemlich eng. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Und, ich glaube, wir haben schlussendlich im letzten Drittel Druck aufs Goal gemacht, auch Unterzahl gut gespielt und das hat sich schlussendlich ausgezahlt. Inwiefern hat vielleicht auch Martin Ullmann ein bisschen das Team mittreiben mit seinem Tempo, mit seinem Kampfgeist? Ja, es hat sicher auch viel gebrungen und so. Und, die, die ihn kennen, wissen, dass er ein Teamplayer ist und das Team kann motivieren und so. Und, er ist sicher eine wichtige Figur in unserem Team, auch erst, wenn er jetzt das zweite Spiel hat. Und, wir sind alle mitgerissen gewesen. Du selber hast heute auch deinen Anteil dazu beigetragen. Du hast diverse Assists geliefert für wichtige Goal. Hast du auch so ein bisschen deine Position, sag ich mal, als Leader innerhalb des Teams gefunden, so ein bisschen als Alteingesessener? Ja, ich fühle mich wohl in Olten. Und, ja, es ist jetzt heute obwohl nicht viel gespielt, aber sie hat wichtige Punkte gemacht und das ist schlussendlich wichtig, was das Team können 3 Punkte holen und das ist schlussendlich gut zählt. Aber für dich wahrscheinlich auch Genugtuung, dass du so eine konstante Leistung kannst an den Tag legen. Ja, sicher, aber ich glaube, ich könnte noch mehr und ja, man nimmt es, was kommt.